gesehen, viele junge Männer, die mit Gewalt versuchen, über die Grenze zu kommen, um in die EU zu gelangen. Und vor allem, ihr Ziel ist Deutschland. Qatluha, harquha, alqinaha marmiya. شوف فيها مليح Erschöpft kommen wir am späten Abend wieder in Warschau an und fahren weiter heraus aufs Land zu einem Mitternachtsgespräch mit dem deutschsprachigen Philosophen David Engels. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Was wir da gesehen haben jetzt, ist der Ausbruch muslimischer Wut auf eine Aktion, auf die der dänische Rechtsaktivist eigentlich nur gehofft und gewartet hat. Lieber Kandidat, in der heutigen Sendung können Sie und Ihr Partner einen zweiwöchigen Urlaub in das begehrte Afghanistan gewinnen. Sie fliegen mit Kandahari Airlines in Business Class. Spannung und Abenteuer von Anbeginn an. Hier herrscht einfach eine Bombenstimmung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer wird Muslim-Millionär? Und hier ist Ihr Gastgeber, Imad Karim. Wunderbar. Gratulation, David. Deine Antwort war tatsächlich richtig. Die Antwort ist D. Oh, yes. The fight against racism is placed in importance at the leftist fun park. And everybody, especially domestic park visitors, fights bravely against right-wing attitudes. The haunted Nazi house is one of the most loved attractions in the European fun park. الإسلام السياسي بالكامل كلهم. كل فريد كل شنيد stehen wir da vom Regiment und denn jeder der uns kennt kennt auch unser Temperament. Wir sind wir Kavalier, groß was gut. Ulrich Kutschera hat über 300 wissenschaftliche Fachartikel und 16 Bücher zur Evolutions- und Sexualbiologie publiziert. Guten Tag, Professor Kutschera, und herzlich willkommen. Im Laufe der Jahrtausende sind viele Zivilisationen entstanden und irgendwann untergegangen. Lieber Imad, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen in meiner Sendung. Gestützt auf Empirie und verifizierter Korrelation ist es dem Ökonomen Peymani nicht selten gelungen, seiner Leserschaft prophetische Vorhersagen zu präsentieren. Herzlich willkommen, lieber Ramin. Ja, erstmal hallo und vielen Dank, lieber Imad, dass ich in deiner Sendung sein darf und heute ein bisschen über mein Buch sprechen kann. Sie können in jedem anderen Staat der Welt, können Sie wahrscheinlich eher noch Schutz bekommen als bei uns. Warum die Bundesregierung das will, ich weiß es nicht. Und weil sie es nicht sagt, bin ich letztendlich nur darauf zurückgeworfen, zu mutmaßen, dass sie es offensichtlich will, um unseren Staat oder unsere bürgerliche Gesellschaft zu beschädigen. Es ist alles vorbereitet, Genosse Sternchen, in gute Arbeit. Es lebe Haldenwang, Buschmann, Faeser. Es lebe die Demokratie. Was darf sonst noch sein? Politiker mit Hirn. Politiker mit Hirn werden nicht mehr geliefert. Was? Nicht mehr geliefert? Tut mir leid, gnädige Frau. Ein Land ohne Politiker mit Hirn, das kann ich nicht glauben. Wer soll das Land regieren, wenn Politiker kein Hirn mehr haben? Oh! Hallo. Gutmenschensirup nehmen. Es geht auch anders. Mit Aha, Gutmenschensirup würde diese Szene so laufen. Es macht nichts. Dann regieren uns eben Politiker ohne Hirn. Danke, Fräulein. Ich glaube, das wär's. Viele Bürger hassen uns. Mit Aha sieht die Welt wieder bunt und schön aus und das, obwohl wir wirklich kein Gehirn haben. Sie wollen doch keine unangenehmen Hausbesuche bekommen oder ihren Job verlieren oder Freunde. Nehmen Sie Aha und schalten auch Sie, Ihr Hirn, ab. Aha, der sanfte Zwang zum Glücklichwerden.